Mal schauen, was es jetzt hier für eine Mission gibt. Politischer Selbstmord. Ein Mitglied der Signoria hat mit dem Pazzi zusammengearbeitet, um meiner Familie zu schaden. Er befindet sich in der Nähe der Kirche von San Lorenzo. Tötet ihn, aber tötet ihn leise. Er hat mächtige Freunde. Das machen wir doch glatt. Und hoffentlich werden wir dabei nicht beobachtet. Wo ist er denn genau? Ach so, der ist so ganz weit hinten. Können wir eigentlich mal... Ach, warte mal, wir springen hier einfach mal. Nein! So. Ja, wir suchen dann auch gleich mal den nächsten Schmied auf. Weil ich möchte ja nicht, dass unsere Rüstung so viel Schaden nimmt, dass sie irgendwann kaputt ist, weil dann müssen wir sie nochmal neu kaufen oder irgend sowas. Da ist ein Schmied. Ich habe mit viel Glück neue Lieferungen. Ich wollte nämlich eigentlich alles reparieren. 90 Florin ist auch eigentlich so günstig. Können wir denn hier irgendwas noch kaufen? Plus 1 Gesundheit, plus 3 Widerstand. Plus 1, plus 1. Da ist nur plus 1, da ist plus 1, plus 2, plus 4,5. Ja, das nehmen wir doch gleich mal mit. Schulterteile, Helmschmied. So, das war's auch schon. Den Brustschutz. Nee, den nehmen wir mit. Der kostet 10.000. Beehrt mich wieder, wenn ihr wieder hier seid. Ja. Ich beehre euch wieder, wenn ich mal wieder was kaufen will. So, und Monteregionis Wert ist schon wieder gestiegen. Und wir werden jetzt einfach mal nicht irgendwo einfach mal so runterspringen. Man muss dann wirklich schon darauf achten, wo der rettende Heuhaufen ist. Man kann hier nicht einfach nur blindlings an der Markierung runterspringen, das läuft nicht. So, hier will er irgendwo sein. Achso, da ist ein Typ. Wir werden uns mal auf den Weg nach unten machen. So. Du eine merkwürdige Art der Fortbewegung. Naja, so merkwürdig auch nicht. Da stehen ja so Wachen vor. Könnte es sein... Ach, genau in der Mitte. Ich schau mir mal... Wir sollen das Ziel töten, ohne entdeckt zu werden. Das ist doch ein leichtes. Wir werden einfach mal gucken, ob wir hier irgendwo ein paar Kurtisanen zur Hand haben. Die Leute gehen da auf jeden Fall komplett durch. Okay, von der anderen Seite gehen immer Leute durch. Vielleicht ja dieser Trupp auch. Und dann schließen wir uns aber denen mal an. Da! Auf ihn! Er flieht! Haltet ihn! So, jetzt... Denk daran, was ich jetzt gebracht habe! Hasermann! Einmal schön in die Eier getreten. Haltet eure Stellungen, wie es euch beigebracht wurde! So, ihr haut euch gegenseitig, das ist ganz in Ordnung für mich. Komm schon.
Hai Paur! Und einmal schön in den Boden gerammt. Wir wollten das ja eigentlich ein wenig unter dem Schutze des Deckmantels der Unerkanntheit machen. Aber das ging natürlich nicht. Ist der linke, ne? Ne, ist der rechte. Dann werden wir den jetzt einfach mal niederstrecken. Ja. So, ich renne hier nochmal zur Lichtung. Müssen ja nicht alle mitkriegen. Erzingelt ihn und macht ihn müde. Wenn ihr zusammenhaltet, habt ihr ihn. Ja, wenn ihr zusammenhaltet, habt ihr gar nichts. Habt ihr nur eins und das ist Pech. Wir haben ihn gefunden. Seid vorsichtig. Singelt ihn und macht ihn müde. Ja, so oft kann man Leuten gar nicht in die Eier treten. Zusammenhalten haben wir. Na, wer will? Au. Ja, das mit dem toten Winkel sogar geklappt. Singelt ihn und macht ihn müde. Gut, Brüder. Also passt gut auf und seid geduldig. Ja, das ist hier gut. Der kriegt doch zwei Kills in Folge hin. Und dann sogar einen Tritt in die Eier. Also, ich krieg keinen Tritt sondern in die Eier, sondern ich krieg das auch hin, einem anderen in die Eier zu treten. Aua. Der rächt sich natürlich ein bisschen. Kommt dafür aber noch ein letzten. Gar nicht. Also, eigentlich schon, aber so kann man das ja auch nicht sagen. So, minus 25% Bekanntheitsgrad und wir werden hier mal den nächsten Aussichtspunkt erklimmen. Oh, eine Truhe. Sehr beeindruckend. Ja, sehr beeindruckend, wie ich eine Kiste leere. Das ist tatsächlich beeindruckend. Da hinten ist auch schon der Copy-Paste-Turm. Oh. Raju, lass die nicht entkommen! So, da haben wir mal einen auf Schnelltötung gemacht. Na, rauf mit dir. Und wir synchronisieren. Ja, ich sollte nicht singen. Was haben wir hier sonst noch in der Nähe? Ach, hier haben wir gleich einen Dieb. Ein Taschendieb. Wollen wir uns den krallen? Wir probieren es doch mal. Diese haben mal wieder in einer Massenkundgebung eine Botschaft der Verachtung nach Florenz entlang. Offenbar hat... Ach, da ist schon ein anderer hinter ihm her. Eine andere Richtung unterwegs. Ich glaube, den kriegen wir nicht mehr. Nein, 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 nein. Oh, Mist, ich wäre schon wieder fast weggesprungen. Also nicht weggesprungen, sondern ich mache jetzt einfach mal die nächste Mission. Ja. Genau das ist es nämlich.
Da stehen ein paar Wachen rum, aber wir werden ja Gott sei Dank nicht gesucht. Auch noch eine Codex-Seite. Aber Codex-Seiten kann ich nicht widerstehen. Oh. Geht mal aus dem Weg. Meine Schuld, Perdonate. So geht doch mal alles im Weg hier. Wer hat denn hier diesen Pulk geschaffen? Da ist er nicht. Also hier um die Ecke. Heilerdienste für die Schäfchen. Heilerdienste. Guten Tag. Aua. Ich meine es todernst, Tronzo. Ich auch. Du bist ein toter Mann. Ich muss vor. Bleib zurück. Versuch es aus dem toten Winkel. Okay. Aus dem toten Winkel funktioniert. Ich muss hier weg. So, jetzt mal nicht die Wache rufen, sondern mal lieber stillschweigend einfach weggehen. Das wäre nämlich besser für mich. Und wir haben noch eine Codex-Seite erhalten. Und wir machen uns mal schnell aus dem Staub. Ich gehe besser anderswohin. Ja. Noch eine Leiche. Noch eine Leiche, ja. Sogar drei auf einen Streich. Und nicht drei auf einen Schleich, wie der Vergangenheitsbjörn immer mal sagt. So, da ist der nächste runtergefangen. Ich habe damit nichts zu tun. Wie bekommt man sehr schnell Aufmerksamkeit von der Polizei, indem man rumschreit, ich hab's nichts getan. Meisterwerke der Schmiedekunst. Wenn ihr keinen Luxus wollt, dreht besser um. Nee, Luxus wollen wir nicht unbedingt. Wir wollen hier, wahrscheinlich wieder bei dem guten alten Leonardo reinschauen. Ezio, Gott sei Dank, du bist wohl auf. Diese Sache mit den Medici und den Pazzi. Hast du Francesco deshalb verfolgt? Nicht nur. Ja, nun warum auch immer. Die Stadt ist wieder sicher. Dank dir. Nun sag, was kann ich heute für dich tun? Ah, noch eine Seite. Aha, ein ähnlicher Schlüssel wie beim letzten Mal. Das dauert nicht lange. Interessant. Oh. Ah ja, ich verstehe. Ein neuer Klingenentwurf, um Gift zu verabreichen. Kannst du sie bauen? Sieh, es dauert nicht lange. Ich muss nur einen Weg finden, die Klinge auszuhöhlen, ohne etwas zu... Schon gut, Leonardo. Tu einfach, was du tun musst. Fertig! Ich habe die Klinge für den Anfang mit etwas Gift befüllt. Wenn du keins mehr hast, geh einfach zum Arzt. Gift? Von einem Arzt? In hoher Dosis kann das, was heilt, auch töten. Und wieder stehe ich in deiner Schuld, mein Freund. Immer gerne, Ezio. Jederzeit. Ja, kannst immer gerne in meiner Schuld stehen. So, dann können wir ja eigentlich hier mal zum Dottore gehen und ein wenig Gift auffüllen. Bringt mir die Kranken und... Und Apothekenbedarf. Gift. Achso, wir haben Gift sogar voll. Ich bin meistens hier, falls ihr noch Hilfe braucht. Das ist gut. Denn wir gehen jetzt zur nächsten... Ach, wir haben ein Gesundheitsquadrat gewonnen. Das ist ja lieb. Achso, wie war das noch mit dem... Ah, so. Sehr schön. Gut zu wissen. Ich hab's nämlich wieder fast vergessen. Und wir wollen ja hier mal zum nächsten Quest, obwohl hier ist ja noch ein Auftrag. Attentat. Achso, hinter uns. Das machen wir mal nochmal schnell, weil wir sind ja eh unterwegs hier. Da kann man auch nochmal ganz kurz. Ja. Wieso springe ich eigentlich immer daneben? War es damals auch schon so? Haftungsausschluss.
ein Mitglied der Salvucci-Familie, die dabei geholfen hat, unsere Feinde nach Florenz zu schmuggeln, wurde in der Nähe des überdachten Marktes in der Nähe der Santa Maria Novella gesehen. Tötet ihn, aber sorgt dafür, dass ihr nicht gesehen werdet. So, das machen wir doch mal glatt. Wo ist das denn ganz genau? Ach, da einmal quer durch die Stadt. Das ist ja schon fast... ich sehe da was glitzern. Und zwar eine Truhe. 200? 100 Vieh. Na gut. Man muss sich ja auch mit Kleinvieh zurecht finden und auch genügen. Und Kleinvieh macht ja auch Mist. Ah, runter hier oder. Nee, ich bin ja nicht hier oben. Ich bin ja schon hier drüben. So, läuft er hier etwa rum? Wahrscheinlich ist er innerhalb... Ich sorge mich um seinen Gemütszustand. Ja. Mein Gemütszustand ist immer fröhlich, locker, lustig und sowieso alles. Ach, das war bei diesem überdachten Marktstand, ne? Der müsste dann ja hier irgendwo zu finden sein. So, hier könnte ich ja eigentlich jetzt schon mal das Gift Was? Entdeckt? Gar nicht. Hat man schon mal so eine Ansammlung verängstigter Männer gesehen? Veransammlung so ängstiger Männer. Mist. Ach, jetzt müssen wir nochmal durch die ganze Stadt. Ach, das ist doch... Hätte man uns doch jetzt mal ein bisschen näher dran hintransportieren können. Gut gemacht. Ja, gut gemacht. Ich habe ein Elixier aus Blei und Granatapfel gebraucht. Blei und Granatapfel ist auch... Also, Granatapfel mag ja noch so sein, aber... So, dann jetzt nochmal... Okay, eigentlich bräuchte ich ja nur jemanden, der mal direkt an ihm vorbeigeht. Den kenne ich doch. Nee, kennst mich nicht. Den kenne ich doch. Wo kommt der denn her? Wo kommt der denn her? Er sich ja noch ständig in unsere Richtung um. Edle Preise für edle Waren. Rüstungen wie für einen Kaiser. Und Preise auch.
Kommt her, Leute. Ich habe viele neue Pardon, Werke von ich wollte ihn respektlos sein. Wirklich? Was habe ich getan? Ich kenne die Namen noch nicht. Aber Verzeiht, ich gehe. Wieso stirbt er denn nicht? Wir haben ihn doch vergiftet. Oder dauert das so lange? Ah, es dauert so lange. Was ist das denn für Gift? Es dauert ja ewig, bis das in irgendeiner Form und Weise mal Wirkung zeigt. Da muss der Leonardo aber nochmal ran. Aber wir müssen die Dosis erhöhen. Vielleicht so 3-4 Liter reinpumpen. Die Ecolo packt ihn. Jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Ja, genau. Lass mich doch mal so in Ruhe. Der ist jetzt noch ein bisschen böse auf uns. Aber der kann uns gar nichts. Die sind nämlich jetzt schon weg. So, noch ein Blick auf die Karte. Wo ist denn... Ach komm, nehmen wir doch den nächsten Auftragsmord gleich. Wenn das mal auf dem Weg ist und wir wollen ja natürlich auch gerne so viele davon machen. Nicht wie wir können, aber so ein paar kann man ja mal machen. Ja, traditionelle Mittel wie zum Beispiel Blei und Granatapfel. Plagt euch etwas, Freund? Ja, mich plagt, dass du Blei in deine Arzneimittel mischt. Und Granatäpfel. Oh, tut mir leid. Bin schon dran vorbeigelaufen? Ich bin tatsächlich schon vorbeigelaufen. Der spinnt doch. Nee, der spinnt nicht. Der will einfach nur hier hoch. Aber ist zu dösig, hier hochzukommen. Bei euch sieht das so leicht aus. Naja. Welch ein Können. Welch ein Können ist auch gut. Da ist er ja, der Holzverschlag. Da werden wir mal den nächsten gleich niederringen. Sitzung vertagt. Unsere Gegner versuchen, sich neu aufzustellen. Sie planen ein Treffen irgendwo in der Stadt. Folgt der einzig bekannten Spur, bis er euch zu den Verschwörern führt. Und dann tötet sie alle. So, Lorenzo ist, macht auch mal so mit Leuten, die ihm gegen den Strich gehen, auch mal kurz einen Prozess. So, ich mach mal hier einen auf. Erhebliche Rückstände bei einem unserer geschätzten Mitglieder. Zu Hilfe! Zu dieser drakonischen Maßnahme. Absolut. Hat er sie noch alle? Nee. Ich hab sie nicht mehr alle, schon etwas lange her, dass ich sie alle hatte. Hier waren wir doch gerade. Hätte Lorenzo doch mal den Taubenschlag hier in die Nähe packen können.